Hallo du! Darf ich mich vorstellen? Ich bin Frau Böker. Ich unterrichte unter anderem Religion an der LVR Frida Kahlo Schule in St. Augustin. Die Kinder freuen sich, wenn ich zum Religionsunterricht komme. Besonders freuen sie sich aber, wenn Rudi mich begleitet. Kennst du Rudi Rabenschnabel? Rudi Rabenschnabel ist ein charmanter Rabe, manchmal auch ein bisschen frech. Aber das mögen die Kinder ganz gerne. Vor allen Dingen ist Rudi Rabenschnabel aber sehr, sehr neugierig. Ich will dir erzählen, was ich mit Rudi Rabenschnabel vor einigen Tagen erlebt habe. Ganz aufgeregt kam er angeflogen. Kaka, Frau Böker, rief er. Es ist unglaublich. Hast du gesehen, wie wunderschön die Welt ist? Ja, habe ich gesagt, Rudi. Das ist mir auch schon aufgefallen. Oh, so wunderschön, dass ich schon 7 Runden geflogen bin heute Morgen, krächzte Rudi. Ich habe so schöne Sachen gesehen. Überall blühen Blumen, Blumen in allen Farben, die man sich denken kann. Ja, Rudi, Blumen habe ich schon auch entdeckt, sagte ich. Hast du auch die Bäume gesehen? Sie sind herrlich, herrlich grün. Dabei sahen sie vor kurzem noch ganz kahl und traurig aus. Ja, Rudi. Auch die schönen grünen Bäume habe ich gesehen. Kroh und die Tiere. Ich habe kleine Hasenkinder entdeckt. Die waren vielleicht süß. Und Rabenkinder. Oh, wie niedlich. So niedlich war ich auch einmal, als ich klein war. Das ist natürlich sehr, sehr lange her. Ja, Rudi, die Tiere. Besonders die kleinen Tiere sind besonders niedlich. Und jetzt, Frau Böker, wollte ich dich etwas fragen. Wo kommt das alles her? Wer hat das alles gemacht? Rudi, du stellst Fragen, sagte ich. Vielleicht war es der Frühling. Jetzt ist doch Frühling. Deshalb ist die Welt so besonders schön. Oh, mag sein, dass es der Frühling war. Aber wer hat den Frühling gemacht? Rudi, das war wahrscheinlich die Sonne. Oh, mag sein, dass das die Sonne war. Aber wer hat die Sonne gemacht? Da wusste ich erst mal keine Antwort. Die Sonne ist ja so riesengroß und so glutheiß. Ein Mensch konnte die niemals gemacht haben. Ich dachte eine Weile nach. Dann fiel mir eine uralte Geschichte wieder ein. Sie steht in der Bibel. Sie erzählt davon, wie die ganze Welt entstanden ist. Damals, als noch nichts war. Ich erzählte Rudi, dass es da eine alte Geschichte in der Bibel gibt. Und er war natürlich gleich Feuer und Flamme. Du kennst ja Rudi Rabenschnabel. Wenn er etwas will, gibt er keine Ruhe. Also habe ich meine Bibel hervorgeholt und sie ganz vorne aufgeschlagen. Ganz am Anfang steht die Geschichte von Gottes Schöpfung. Als ich die Geschichte gelesen hatte, habe ich sie Rudi Rabenschnabel erzählt. Er hat ganz gierig zugehört. Willst auch du die Geschichte aus der Bibel kennenlernen, wie Gott die Welt gemacht hat? Auf den nächsten Bildern erzähle ich sie dir. Viel Spaß!
Beim Zuhören und natürlich auch beim Mitdenken und beim Anschauen der Bilder. Am Anfang war die Welt wüst und leer. Es war stockduster und nichts Lebendiges war geschaffen. Aber Gott war schon da, ganz am Anfang. Er war schon da, als die Erde noch leer und öd und dunkel war. Gott war da mit seiner Weisheit. Weißt du, was das Wort Weisheit bedeutet? Man kann vielleicht sagen, Weisheit bedeutet, dass Gott schon ganz am Anfang wusste, wie er die Welt machen musste, damit sie sehr gut ist. Gott war schon da mit seiner großen Weisheit und auch mit seiner großen Liebe. Dafür steht das Herz. Was hättest du in der dunklen, öden Welt als erstes erschaffen? Die Bibel erzählt, dass Gott als erstes sprach: Es werde Licht. Und das Licht wurde erschaffen. Gott nannte die helle Zeit Tag und die Dunkelheit Nacht. Und er sah, dass das Licht gut war. So wurde es Abend und der erste Schöpfungstag ging zu Ende. Als nächstes sprach Gott: Über der Erde soll ein Himmel entstehen. Und so wurde der Himmel erschaffen. Gott sah den Himmel und er sah, dass er gut war. Das war der zweite Schöpfungstag. Und Gott sprach: Das Wasser soll weichen. Und so sammelte sich das Wasser in den Tälern. Und es entstanden die Meere und die Flüsse und die Seen und das trockene Land. Und Gott sprach: Auf dem trockenen Land, da sollen allerlei Pflanzen wachsen und Bäume. Und so entstanden die grünen Kräuter, die bunten Blumen, die herrlichen Bäume. Kannst du das alles auf dem Bild entdecken? Gott sah an, was er gemacht hatte, und er sah, dass es gut war. Das war der dritte Tag. Ob du auf dem Bild entdecken kannst, was die Bibel vom vierten Schöpfungstag erzählt? Genau. Gott setzte Lichter an den Himmel, ein großes Licht, das den Tag regiert. Ich glaube, du weißt, wie es heißt. Und ein kleineres Licht für die Nacht. Dazu viele Sterne. Und Gott sah an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war gut. Das war der vierte Schöpfungstag. Und Gott sagte: Tiere sollen auf der Welt leben und die Lüfte erfüllen und im Wasser wimmeln. Und so schuf Gott die Vögel, dass sie in den Lüften umherflögen. Und er schuf die Tiere im Wasser. Kannst du Vögel und Wassertiere auf dem Bild entdecken? Gott sah an, was er geschaffen hatte, und er sah, dass die Tiere in den Lüften und die Tiere im Wasser gut waren. Und Gott segnete sie. Wieder wurde es Abend. Der fünfte Schöpfungstag ging zu Ende.
Aber auch auf dem trockenen Land sollten Tiere leben. Deshalb schuf Gott auch die Landtiere. Die klitzekleinen und die riesengroßen. Er schuf die Kriechtiere, die Krabbeltiere und die Tiere, die große Sprünge machen konnten. Er schuf die wilden Tiere und die, die niemanden etwas zuleide tun. Welche Landtiere kannst du auf dem Bild entdecken? Und Gott sah die Landtiere an und er sah, dass sie gut waren. Als letztes schuf Gott, na, errätst du's? Er schuf die Menschen, dich und mich. Er schuf die Menschen als Mann und Frau. Und er sagte, ihr sollt mein Ebenbild sein. Ihr seid, sollt mir ähnlich sein, mein Gegenüber auf der Welt. Ihr sollt auf mich hören und mir antworten. Und er gab den Menschen die ganze Schöpfung. Alles soll für euch da sein, sagte er. Die Pflanzen und die Tiere. Aber denkt daran, ich habe die Welt gemacht und meine ganze Weisheit und meine ganze Liebe hineingelegt. Passt gut auf alles auf, dass meine Schöpfung ewig bleibt und nicht zerstört wird. Und Gott segnete die Menschen. Das war der sechste Schöpfungstag. Am siebten Tag ruhte Gott aus von allen seinen Werken. Und er segnete den siebten Tag. Und er sagte, der siebte Tag, der Sonntag, das soll mein Tag sein. Alle Menschen sollen sich ausruhen. Und sie sollen an mich denken und offene Augen und Ohren haben, um zu sehen, wie wunderbar diese Welt gemacht ist und wie viel Weisheit und Liebe darin zu finden sind. Siehst du die kleine Kirche auf dem Bild? Sonntags, da schallen die Kirchenglocken durch die Lande. Sie erinnern die Menschen daran. Sie erinnern sie an Gott, der ihr Schöpfer ist. Und daran, Gott zu danken für Sonne und Mond, für Tiere und Pflanzen, für die Luft und die Wolken und alle die wunderbaren Dinge, die er uns geschenkt hat. Das war die Geschichte von der Schöpfung, wie sie in der Bibel steht. Und weißt du, wie alt diese Geschichte ist? Sie ist vor über 2500 Jahren aufgeschrieben worden. Natürlich haben die Menschen seit dieser Zeit geforscht und vieles entdeckt. Und sie haben herausgefunden, dass manches doch ein wenig komplizierter war, als es da in der Bibel erzählt wird. Aber darauf kommt es der alten Geschichte auch gar nicht an. Was sie sagen will, das ist aktuell bis heute. Sie sagt nämlich, dass es unsere schöne Welt gibt, dass es dich gibt und mich und dein liebstes Tier, das ist kein Zufall. Hinter dem allen steht ein Gott mit seiner Weisheit und seiner Liebe. Und so kann man sich noch heute auf die Suche machen und Spuren suchen, wie ein Detektiv.
Spuren von Gottes Weisheit und von seiner Liebe. Hat dir die Geschichte gefallen? Oh, die Rabenschnabel jedenfalls hat genau zugehört. Jetzt fliegt er noch lieber als sonst seine Runden durch die Frühlingswelt und entdeckt Spuren von Gottes Weisheit und von Gottes Liebe. Was gefällt dir eigentlich an der Welt am allerbesten? Wo findest du, hat Gott seiner Liebe richtig freien Lauf gelassen? Wenn du magst, kannst du ein Bild davon malen. Rudi Rabenschnabel jedenfalls findet das am allerbesten die Rabenkinder gelungen sind. Na ja, das ist ja kein Wunder. Schließlich sind sie ihm auch sehr ähnlich. Frage einmal deine Eltern, was ihnen an der Schöpfung am besten gefällt. Ich möchte wetten, sie mögen die Menschenkinder sehr gern, besonders dich, denn auch du bist ja ein Werk Gottes, seiner Weisheit und seiner Liebe. Jetzt wünsche ich dir eine schöne Frühlingszeit. Hoffentlich werden die Corona-Regeln bald gelockert, weil nicht mehr viele Menschen krank sind. Aber einen Spaziergang durch die schöne Frühlingswelt unternehmen, das kannst du schon jetzt. Vielleicht geht jemand mit dir, aus deiner Familie oder deine beste Freundin und oder dein bester Freund. Ich sage, mach's gut, auf Wiedersehen. Eine schöne Frühlingszeit und Augen auf für alles Wunderbare in der Welt um dich her. Deine Pfarrerin Christiane Böker. Tschüss!